So Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Lumen Wake HD. Im letzten Part haben wir angefangen, den Turm der Götter unter die Lupe zu nehmen. Und sind auch schon ein wenig weitergekommen. Wir sind jetzt mehr oder weniger im Hauptdungeon. Also den unteren Bereich haben wir schon halbwegs komplett erkundet. Und jetzt sind wir im ersten Stock. Oben ist noch ein bisschen was, allerdings nicht viel. Wir sind sozusagen jetzt im Hauptgeschoss, könnte man sagen. Zusammen mit dem Erdgeschoss. Oh mein Gott. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt. Ein tiefes Loch. Das ist natürlich gut. Und eine leuchtende... Das sieht mir aus wie ein Zwischenboss-Areal oder irgendwie sowas. Das sieht mir verdammt cool aus. Ui, Rätsel, Rätsel. Info. Umherirrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttern bist. Erwecke mich mit Hilfe von ZR und führe mich zu einem heiligen Platz. Schon mal nicht schlecht. Das geht ja schon mal. Ich glaube, ich ahne schon, was du... Oh, Gottes Willen. Oh Gott. Ich dachte, der hat mich jetzt voll um und meint so, ey, Trollolol, ich tackle dich voll um. Bist du ein... Ich glaube, du bist kein Ding, das ich fotografieren sollte. Wenn ja, dann fall bitte nicht darunter. Ich fotografiere dich jetzt einfach mal. Anscheinend nein. Hätte sein können. Ich meine, der Typ... Macht er dann doch irgendwie... Kommst du mit? Der Typ nimmt ja irgendwie alles Mögliche in Kauf. Das ist irgendwie nice. Das erinnert mich, jetzt erinnert es mich umso mehr an die, Holy moly, wie hieß er noch? An den Zeitschrein aus Twilight Princess. Mit den Figuren, mit diesen Statuen. So, und ich wette, dich kann ich jetzt darüber schmeißen. Ja. Darüber schmeißt. Was? Okay. Das Ding landet unten und ich krieg dafür Schaden. Das ist natürlich schön. Oder ich spring einfach mit dem Ding rüber. Das ist natürlich auch gut. Ah. Komm mit. Ruft Link eigentlich come on oder was ruft er da? Na, wobei, Link kann nicht reden. Das wäre zu rückschlüssig. Das wäre viel zu viel für Link. Das kann der nicht. Ich finde die Figur voll cool. Der hat mich so ein bisschen an den, so ein Spectrope. Nee, aber nehm dich jetzt hoch und probiere einfach rüber zu springen. Einfach no risk, no fun style. Und das funktioniert. Das ist doch schon mal was. Öffnen. So. Gleiche Geschichte hier. Auf die Plattform huppen. Dann warten, bis man wieder drüben ist. Dieses riesige Pädophilenauge guckt mich an und wieder weiter huppen. Schön. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hm, Doc, Doc. Ey! Autorun, oder was? Ich ahne schon, was jetzt zu tun ist. Ich ahne es schon. Ich wette, wir finden jetzt noch zwei weitere von den Dingern. Und die müssen wir dann auf den anderen Plattformen positionieren. Und irgendwann ist dann hier was, was sich irgendwie komplett da ist. Das ergab voll viel Sinn. Oder hier passiert irgendwas jetzt schon was. Was ist das? Das ist doch eine Melodie. Info. Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Was steht da drauf für Zeichen? Ich hab's nicht genau gesehen. Links, Mitte, rechts, Mitte. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Viertakter. Viertakter. Doch schön. Und du hast die Sonate des Puppenspielers erlernt. Oh. Nice one. Was können wir damit erreichen? Befehle mir den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. Okay. Und jetzt muss ich wieder weg. Welch eine magische Plattform. Okay, okay. Können wir eigentlich irgendwo die Melodien hier einsehen? Das wäre voll cool. Wir können nur... Okay, nicht, anscheinend nicht. Wir können anscheinend nur die Taktarten einsehen. Wir müssen uns immer ein bisschen mehr auf Herzzellfarmen konzentrieren irgendwann. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich erst ein paar mehr Items. Okay, die Sonate des Puppenspielers. Das klingt schon mal sehr interessant. Und da ist schon wieder dieses komische Auge. Pedo-Auge. Komm. So, du bist tot. Das Ding geht ab wie so ein Schnitzel. Das ist wieder cool. Was mache ich mit euch? Die Sonate des... Was ist das da? Was ist da oben? Ich probiere das jetzt einfach mal.
Was kann ich damit erreichen? Wenn das niemand. Kann ich euch kontrollieren? Könnte das sein? Wie der Stab durch das Ding blinkt. Auch cool. Wie bringe ich euch darüber? Schön. Alles klar. Alles klar. Ich blick das schon noch. Kann ich. Moment. Würde das mit dem. Moment. Geht das mit dem Greifhaken? Kann ich mich da festhalten? Ah! Sie! Funktioniert doch! Perfekt! So geht das. Ich finde es außerdem schön, dass nochmal die Dungeon-Items aus alten Dungeons wiederverwendet werden. Das finde ich echt toll. Dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, geht nicht. Muss hier mit den alten klarkommen. Also mit den neuen Sachen klarkommen. Ich laber so einen Scheißdreck, wenn ich mich irgendwie auf andere Sachen konzentriere. Ist unglaublich. Hi. Du siehst ein bisschen anders aus als der letzte. Der andere war irgendwie cooler. Ich wette, das ist ein temporärer Schalter. Und wenn ich hier runtergehe. Genau, dann verschwindet das Ding wieder. Ich wette, ich muss hier drauf gehen. Und jetzt muss ich hier. Mit Hilfe der Sonate des Puppenspielers Kontrolle über diese Puppe erlangen. Er leuchtet grün, das finde ich cool. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich eine coole Sache. Dass man das so machen kann. So, und jetzt mache ich hier wieder zurück. Blom. Wieder diese mystische Pose. So, ich bin der mystische Puppenspieler. Aber das ist eine coole Sache. Also mir gefällt das echt gut, muss ich sagen. Nice one. Komm mit. Du hast keine Wahl. Ich schlepp dich einfach mit. Ich bin mir immer noch sicher, dass wir hier irgendwo... Moment. Das haben wir gleich. So. Das... was? Wer will mir das mitteilen? Black, mit deinen Dienern und deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hin können. Aber scheue dich nicht, sie in solchen Fällen einfach zurückzulassen. Sie sind zum Leben erwacht, also werden sie treu und unerschütterlich auf dich warten. Aha, das hatte ich ja sowieso gerade vor. Mein Mensch, Alter, lass mich doch mal erstmal denken, bevor du mir irgendwie was sagst. Moment, wie komme ich jetzt an das Ding dran? So. Klacks. Moment, ich will einmal hier rumschwingen. Denn jetzt müsste ich hier weiterkommen und vielleicht gibt es auch den Bogen. Wäre naheliegend, denn irgendwie muss ich ja rüberkommen. Dungeon-Item? Bogen oder so? Oh, sieht aus wie ein Zwischenboss. Ich tippe hier auf Bogen. Bogen wäre episch. Ich mag Bögen in den 3D-Zelda. Oh mein Gott. Hi. Na, was geht? Geht's dir gut? Ich sehe schon deine Schwachstelle, glaube ich. Gib mir mal ganz kurz meine Kamera. Ich wette, ich muss dich fotografieren. Perfekt. So. Ich habe schon eine Ahnung, wie ich dich vielleicht down kriegen könnte. Ha! Das habe ich dich entrüstet, mein Lieber. Haha, voll erwischt. Voll ausgekombot, mein Lieber. Du kannst dich treffen, mein Guter, weißt du das? Habe ich dich jetzt schon down? Wow, das war leicht. Und ich habe sogar ein Foto. Und jetzt Dungeon Item. Oh yeah, Schatzkiste. Und das sieht mir auch schwer nach Dungeon-Item aus. Zumindest irgendein wichtiges Item. Und ich tippe immer noch auf Bogen. Ui, ein Gurt. Hier ganz viel Zeug. Und ein Herz. Und ein Schwert. Ha! Link mit dem Megaschwert. Kann ich es mitnehmen? Das will ich mitnehmen, das ist cool. Bonk. Ich will aber jetzt erstmal das Item haben. Und wir halten... Den Herion-Bogen, Heroen-Bogen, ich sag immer Herion, verdammt. Du hast den Heroen-Bogen gefunden. Drückst du den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, kannst du zielen. Lässt ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Du kannst maximal 30 Pfeile mit dir führen. Da gibt's sicher später auch noch Updates mit. Komm mit. Kann ich die Tür öffnen? Ach, schade, was ist das Schwert hier? So ein Scheiß. Das Schwert ist voll cool.
Aber ich hab doch gesagt, wir bekommen den Bogen hier. Nochmal zur Info. Ich kenne das Spiel wirklich nicht. Das war nur so eine Vermutung meinerseits. Was ist das da oben für ein Zeichen? Eigentlich wollte ich einen Typ treffen, aber okay. Was ist da oben? Wahrscheinlich gibt es wieder noch Feuerpfeile. Und dann ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass normale Pfeile ausgerüstet sind. Das könnte natürlich sein. Ich wollte gerade sagen, fliegendes Diamond. Das wäre natürlich extrem clever. Das ist kein Diamond. Das ist so ein Orb. Genau, ein Orb. Es hat ein Orb zu sein, weil, keine Ahnung, Orb halt. So. Bogen. Die geilste Waffe, die es neben dem Schwert gibt. Ganz ehrlich. Kann man sagen, was man will. Ist tatsächlich so. Ich würde den Bogen... Also ich würde Reihenfolge der geilen Items, Schwert, Bogen und danach der Rest. Ist da gerade irgendwas ist zum Leben erweckt worden? Ich habe den Gegner-Theme gehört. Aha, die Statuen bewegen sich jetzt. Das ist natürlich tricky. Na komm, das Ding brauche ich jetzt gerade echt nicht. Ich habe doch geahnt, dass man da irgendwie noch was mitmachen muss. Warum bewegen die sich jetzt auf einmal? Wie kriege ich die am besten down? Kann ich die irgendwie stunnen? Okay, wenn sie sich irgendwie auf einer Stelle bewegen, muss ich an sie hinten rankommen. So. Gibt es eine Möglichkeit, da leicht ranzukommen? Ah, ich kann sie mit einem Pfeil betäuben. Indem ich in ihr Auge schieße und dann haue ich sie um. Ist natürlich cool. Du auch? Willst du auch aufs Maul haben? Wie gesagt, ich habe geahnt, dass die später noch irgendwie welche gibt, die leben. Aber ich habe nicht geahnt, dass es irgendwie so ist, dass manche dann erst zum Leben erwachen, wenn ich was Bestimmtes erreicht habe. Damit hätte ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber cool. Das freut mich. Das finde ich echt geil. Es leuchtet. Jetzt öffnet sich wahrscheinlich die andere Tür. Oh yeah. Ich hab das kommen sehen. Ich wollte das jetzt eigentlich auf Englisch sagen, aber mir ist gerade der englische Begriff nicht... Beziehungsweise, bevor ich jetzt hier mit falschen englischen Begriffen um mich werfe und tue so, als ob ich klug wäre, habe ich lieber gleich gelassen und habe gesagt, okay, belassen wir es dabei. Einer von euch ist doch sicher einer, der mir nach dem Leben trachtet, oder? Moment, das Rätsel kenne ich jetzt aber wirklich. Moment. Außerdem fällt mir gerade was auf. Ich habe noch was in einem anderen Raum, was ich holen kann. Das möchte ich gerne vorziehen in dem Fall. Beziehungsweise, wir werfen einen Blick auf meine Karte. Das war nicht das, was ich wollte. Und gucken mal kurz auf die Karte. Was haben wir denn da? Da ist noch eine Schatzkiste, die möchte ich mitnehmen. Da könnte gut und gerne eine Schatzkarte drin sein. Das ist, oder ein Schlüssel, eins von beidem. Was war das für eine... Oh Gott, nein, die Scheißviecher. Aber euch kann ich jetzt besiegen, meine Lieben. Ja, voll in your face. Tot. Das waren die mich in dem einen Schiff so getrollt haben. Auch wenn ich mich immer noch frage, warum Link dann nochmal ausholen muss, wenn er irgendwie nachlädt oder neu zielen möchte. Aber ich glaube, es war nice in dem Fall nachladen. Wie komme ich da hoch? Ah. Jetzt weiß ich's. Gut. Ja, also wir haben ein neues Lied gelernt und ein neues Item bekommen. Das ist natürlich extrem episch. Und es sieht mir auch so aus, als ob hier... Noch ein neuer Gegner erwartet. Okay, Foto, mein Lieber. Du bist doch sicher irgendwas, was man fotografieren kann. So. Und ich wette, da brauche ich ja meinen Bogen. Die kenne ich doch aus... Oh mein Gott. Kann ich... Ah! Ich glaube, ich raff, was ich tun muss. Da brauche ich aber meine Bomben. Moment. Kann das... Warte, Moment, das krieg ich raus. Oh Gott. Genau. Haha! Bomben. Wie in Ocarina of Time damals. Muss man auch immer Bomben benutzen, um die zu besiegen. Und das sind Pfeile. Die hätte ich gerne. So, und ganz viel Zeug. Bomben, Pfeile, noch ein Herz, dass ich nicht rankomme, weil der Typ mir gerade ein bisschen nachrutscht. Oh, Gottes Willen.
Gottes Willen, du bist mir ein bisschen nahe gekommen, mein Lieber. Privatsphäre! Mensch! Schluck das. Oh mein Gott. Geht ab wie ein Schnitzel! Ah! Tschüss! Und das sollte mir eine Schatzkarte oder ein Herz geben, sage ich jetzt einfach mal. Wobei ich jetzt in dem Fall eher auf Schatzkarte tippen würde, weil ich Herzzeile wahrscheinlich in einer größeren Tour erwarten würde. Das ist, oder ein Glücksamulett. Natürlich, das geht auch. Damit kann ich auch leben. Die müssen wir ja auch alle mal sammeln. Traumhaft. Geld und Bomben und Pfeile. Aber Glücksamulett ist auch gut. Wir wollen ja hier alles erkunden, ne? Meine lieben Freunde. Genau, Bomben, die kann ich nicht gebrauchen, aber egal. Und hüp. Das bringt total, weil ich jetzt eh nochmal warten muss. Aber okay. Wir haben ja alle Zeit der Welt, wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir haben ja jetzt schon viel geschafft, wenn wir haben ein Lied gelernt und ein Item bekommen. Das ist schon mehr, als ich in den meisten Parts schaffe. Ne? Wir erinnern uns an die Parts, an den Parten Präludien, ne? Auf der Suche nach Yabu. Das war ja so ein kleiner Griff ins Klo in der Part, ne? Da war ja irgendwie nicht so viel los. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier meines Wissens alles komplett bisher. Moment, wir gucken nochmal nach. Jo, alles komplett. Da unten ist Wasser, da unten ist eine Tür. Wo führt mich was hin? Das führt mich zu zwei Schatzkisten. Allerdings sieht mir das aus wie eine Einbahnstraße, möchte ich jetzt mal sagen. Einbahnstraße in dem Fall gut. Denn, oh Gott. Warum sieht mir der Raum wieder gleich viel komplizierter aus, als ich eigentlich gehofft habe, dass er ist? Ah, das ist für... Ich glaube, Pfeil und Bogen ist echt ein Item, was man dann doch eher, hier auf Z, auf R legen sollte. So, tschüss. Dann kann man nämlich zielen und schießen gleich so ein bisschen gleichzeitig. Traumhaft. Und du da oben. Und ich komme von hier aus nicht dran. Gut. Du kommst aber nochmal runter. Das finde ich aber nett von dir. Das ist aber ganz nett. Nette Geschichte. So. Komm. Zeige ich hier mal wieder meine Sniper-Kenntnisse, ne? Na, okay, ich spiele jetzt keine Ego-Shooter so in sich, aber Sniper-Kenntnisse im Sinne von, so toll kann ich in Zelda schießen. Und, auch wenn es jetzt wie ein Eigenlob klingen mag, ich kann gar nicht so schlecht schießen in Zelda. Auch wenn ich es manchmal nicht so ganz zeige, habe ich das Gefühl. Ich denke, ich könnte es besser, als ich es manchmal beweisen kann. Manchmal stelle ich mich an wie der letzte Noob. Aber, naja, jeder hat so seine schwachen Momente. Ist da noch einer oben, der meint, hier rumzicken zu müssen? Anscheinend nicht. Na dann. Gut, drauf auf die Kacke. Wo kann ich jetzt hin? Das sieht mir so aus, als ob ich da drauf könnte. Ah, sieh mal einen an. Ja, das waren jetzt eher die schlechten Sniper-Kenntnisse. Sehr schön. Da rede ich gerade noch drüber und dann war es irgendwie ein bisschen fail. Aber noch eine Schatzkiste. Das ist auch schon mal was. So, komm zurück, mein lieber Plattformaugenhalter. Yeah. Genau. So, so ähnlich. Hm, habe ich jetzt echt so viel Pfeile in dem Raum hier verbraucht? Ich glaube, auf R ist der Bogen hier ganz gut aufgehoben. Und noch ein Glücksamulett. Wie habe ich jetzt eigentlich wie viel davon? Sollten wir nicht 20 bringen? Moment, ich guck mal kurz nach. Das interessiert mich jetzt. Wo ist die Beutetasche? Das bist du, ne? 17. Das heißt noch 3. Dann müsste ich nochmal zu hier hingehen dürfen. Kann ich von hier aus irgendwie da runterspringen, ohne dabei drauf zu gehen? Geronimo! Du Arsch! Du hast dich mitten im Sprung wegbewegt. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder am Eingang. Pff. Ich nehme einfach den einfachen Weg. Einfach den einfachen Weg. So gehört sich das. Wer nimmt denn lieber den schweren als den einfachen Weg? Wobei, es gibt das schöne Sprichwort, warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Ah! Hab ich... Nee, dich habe ich da nicht fotografiert. Oh, das muss ich natürlich gerade machen. Traumhaft. Tschüss und weg. Wir füllen unseren... Ja, würde ich schon sagen, Pokédex. Ich meine, wir füllen langsam aber sicher unser Verzeichnis an Gegnern. Das finde ich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Noch einer von denen. Stirb. Einfache Geschichte... Ja, das, also ganz ehrlich, die Waage erinnert doch total an Twilight Princess, auch wenn das Spiel vor Twilight Princess war. Und das an der Tür. Muss ich kurz gucken, wie es kartentechnisch aussieht.
Geradeaus müsste ich, glaube ich, weiter nach oben, oder? Wo geht's denn nach oben? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, ich müsste geradeaus gehen, um weiter rumzukommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ansonsten gehe ich nochmal zurück, wenn es echt nicht so sein sollte. Aber hier scheint nur eine Truhe zu sein. Und nochmal die Gegner. Yay! Und am besten jetzt nochmal die Pfeile. Das wäre dann doch ganz lieb. Nicht aktivieren? Gut, dann eben nicht. Info. Oh, Info, Info. Da steht Info. Gib mir Info. Warum gibst du mir keine Info? Da steht Info. Ich will Info. Gib mir Info. Arsch. Dankeschön. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Oh, Wind, Wind, Wind. Da fällt mir nur mein schönes Blatt ein. Oder... Moment. Moment, wenn ich auf dem Ding stehe? Vielleicht? Kann ich, wenn ich... Oder wenn ich sie so anpuste? Nee. Wind, Wind. In welchem Sinne könnte ich Wind jetzt nutzen? Ah, jetzt kam auch ein Geräusch. Das heißt, jetzt... Die, Ich habe vergessen, wie es heißt. Teleporter? Oder was? Eine Kiste. Hi. Das war falsch. Nehmen wir mal die Bombe dahin. Ich habe gerade vergessen, dass mein Bogen ja nicht auf dem Knopf liegt. Das, muss ich mir noch merken. Ja, alles klar. Demolieren wir mal die Gegend. Warum nicht? Gott. Das war nicht so ganz, wie ich es haben wollte. Er hat noch einen Pfeil im Auge steckt und ich schieße einfach mal einen zweiten hinterher. Warum nicht? Oh Gott, ich bin... Genau, renn gegen die Wand. Das hat Ziel. Mache ich auch immer, wenn ich irgendwie wütend werde. Die geben immer so ein komisches Ding, wo so viel Zeug drin ist. Das finde ich cool. Ich mag die Gegner irgendwie, auch wenn sie mir irgendwie Angst machen, weil sie dann doch irgendwie creepy sind. Aber egal. Öffne die Truhe, Link. Öffne die Truhe und... Oh, ich sehe gerade. Part vorbei eigentlich. Hm. Gleich. Einen Moment. Juhu, und wir hatten eine Schatzkarte. Oh yeah. Die war wichtig, dass wir sie mitnehmen. Gut, Leute. Ich stelle mich mal wieder in den Raum hier rein. Ich glaube, hier noch nach oben. Dann haben wir den Weg im nächsten Part nicht mehr. So unnötige Wege kann man eher im aktuellen Part noch machen. Dann muss man nämlich im nächsten Part keine Zeit verschwenden, finde ich. Finde ich immer ganz gut so. Entweder, ich habe das Gefühl, entweder, dass wir noch eine Statue finden oder dass wir tatsächlich jetzt von hier aus weiter nach oben kommen. Haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel. Gut. Leute, im nächsten Part werden wir dann darüber zur Tür gehen und werden wahrscheinlich sogar den Rest des Dungeons schon erkundigen. Genau, wir erkundigen uns über den Rest des Dungeons. Das werden wir tun. Ganz genau. Nein, wir erkunden den Rest des Dungeons und, ja. Werden dann vielleicht auch schon den Endboss erledigen. Oh yeah. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. Bis dahin und ciao. Und der Link streckt sich mal ein bisschen. Puh, anstrengend, die Welt zu retten.